Er war einer der berüchtigsten Drogenbosse Mexikos und sorgte mit seiner filmreifen Flucht aus dieser Wohnanlage in Culiacán 2014 weltweit für Schlagzeilen. Jetzt ist das Anwesen von Joaquín El Chapo Guzmán verlost worden. Ein anonymer Teilnehmer erhielt den Zuschlag bei einer Verlosung der mexikanischen Staatslotterie. Die Finca im nordwestlichen Bundesstaat Sinaloa zählt zu insgesamt 20 beschlagnahmten Immobilien, die in den Lostopf der Staatslotterie kamen. El Chapo war im Februar 2014 der Polizei durch das Abwassersystem des Hauses entkommen. Wenige Tage später wurde er dann doch gefasst und 2015 in ein Hochsicherheitsgefängnis gebracht, aus dem er ebenfalls entkam. 2016 wurde der schwer zu fassende Chef des berüchtigten Sinaloa-Kartells verhaftet und ein Jahr später in die USA ausgeliefert. Inzwischen verbüßt er in einem Hochsicherheitsgefängnis im US-Bundesstaat Colorado eine lebenslange Haftstrafe. Das Sinaloa-Kartell schmuggelte im Laufe der vergangenen Jahrzehnte hunderte Tonnen Drogen in die USA. El Chapo soll mehrere Morde in Auftrag gegeben haben.